Estamos aqui em Poppenhausen, no criador do Philipp Kramer, criador de calopsitas, não, criador de cacatuas raras, inca, preta. Vocês vão ver que espetáculo. Já já a gente mostra tudo. E não deixa de dar um joinha e também se inscrever no nosso canal. Estamos aqui no criador do Philipp Kramer. Olha ele aí! Alô, Philipp! Aqui estamos entrando no criador dele. Já já a gente vai falar dos pássaros. Olha só o criador. Estamos aqui com o Philipp Kramer, em Poppenhausen, na Alemanha. Philipp, wie viele Jahre züchtest du schon Vögel? Seit über 50 Jahren züchte ich nun schon Vögel. Und am Anfang waren es Akaponiden. Und das hat sich dann gesteigert über Sittiche, Kakadus. Ja, da gibt es kein Ende nicht. Ja. Und warum hast du gewählt die Sittiche und nicht Kanaren, Tauben und so weiter? Ich habe als junger Mann Akaponiden gesehen, in der Personata, und die haben mich damals so begeistert, das Verhalten dieser Vögel, dass die Nester bauen in so Höhlen, da stand für mich fest, sowas muss ich auch haben, und darum habe ich auch mit Akaponiden angefangen zu züchten. Und erst dann, im Laufe der Jahre, verändert man sich halt da in der Zucht. Und jetzt, heute zuchst du was? Spezialvögel, ich weiß, das wird man zeigen, aber sag mir ein wenig von deinen Spezialvögeln. Ja, seit 25, 30 Jahren züchte ich eigentlich schon Inka-Kakadus und eigentlich immer dann ausgesucht und selektiert, nach Größe, Farbe,
Feuer der Flamme und dann ausgewählte Sittiche wie Horn, gelbe Rotflügel, gelbe Königs, damit aber Farbpunkte drin sind und natürlich als Königsdisziplin Gelbohr, große, kleine, das ist dann, ja. Die schwarze Kakadu. Und wie sagt man, wie viele Paaren, wie viele Jungen, wie viele zuchst du pro Jahr ungefähr? Das ist ganz unterschiedlich. Ja. Da muss man schon froh sein, ja, wenn man dann mal einen hat, wenn man dann zwei oder drei oder mehr, das ist dann schon, ja, da muss alles passen, gell? Ja. Es ist nicht einfach, das ist wirklich, ja. Es ist nicht so eine Linie, nicht? Nein, nein, genau, das ist, und, ja, genau, das ist sieht das Wetter. Ne? Genau, ja, so ist es. Es ist nicht einfach, es ist, sind keine Wellensittiche. Ja. Und die haben natürlich auch eine lange Zeit, bis die da reif werden, bis die futterfest sind. Das ist ja, ein langer Weg, bis so ein stabiles, junges Paar auf der Stange sitzt. Okay. Estivemos aqui com o Philipp Kramer, nós vamos mostrar os vídeos dele, é fantástico criador. Vielen Dank, Philipp. Bitte schön, immer eine Freude mit dir, Paul. Danke sehr.